Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Bloodborne. Und ja, ihr seht schon, der Dennis ist diesmal nicht nur geräuschtechnisch dabei, sondern steht sogar hier vor mir. Geräuschtechnisch, genau, du rauchst hier. Ja, kann für. Richtig. Ja, wir haben den Koop zum Laufen gekriegt. Und deshalb werde ich Björn jetzt ein bisschen unterstützen können. Das ist halt mein zweiter Charakter. Mein erster Charakter ist so zwei Drittel durch mit dem Spiel. Und ich habe nochmal einen neuen gemacht. Einfach damit ich ein bisschen andere Waffen testen kann und sowas. Und ich nicht nur vom Hörensagen her weiß, was Björn so treibt, sondern das auch mal vor Ort sehe. Hier hinten, das hast du mitgenommen? Ja, hier war ich ja zwischendurch schon einmal. Okay, perfekt. Und genau, mein eigentlicher Hauptcharakter, den ich gespielt habe oder spiele noch nebenbei, ist halt auf Geschicklichkeit ausgelegt. Und jetzt habe ich mir einfach mal einen reinen Stärkecharakter gemacht, der allerdings auch noch Arcane haben soll. Wird so ein bisschen rollenspieltechnisch und so eine Art Priester werden, wenn er fertig ist. Deswegen hat er auch die Priesterklamotten an, den heiligen Flammenwerfer in der Hand und eben den Quarkhammer. Musste ich hier runter? Ja, ich musste runter, oder? Ja. Musst du nach, ja. Aber irgendwie habe ich gerade, hatte ich die mein. Doch, da ist doch noch eine Leiter. What the fuck? Ja, da sind zwei Leitern. Ja, ich habe irgendwie nur die nach oben gesehen. Okay. Komm gerade runtergesprungen. Fall bitte nicht ganz runter zu den Ratten, Nee. Weil dann haben wir ein Problem. Alles gut, alles gut. Okay. Diese Rattenmenschen hier kennst du schon? Ja, die sind ja im Lagerhaus. Ja, genau, auf der anderen Seite waren die auch schon. Hinterher springen bitte? Nee, hatte ich nicht vor. Okay, perfekt. Drüben stand, glaube ich, irgendwie auch noch einer. Ja, perfekt, wäre jetzt irgendwie gestorben wäre. Jetzt ist er halt unten im Leben, aber naja, passt schon. Ah. Diese hier mag ich übrigens gar nicht. Ja, die sind. Also, die kann man ganz gut countern. Aber okay, zu zweit, okay. Haben wir hier irgendwo was? Mission Nummer 1 ist heute für dich, eine neue Rüstung zu besorgen, mal. Genau. Dass du ein Lumpen da rauskommst. Was hab ich denn jetzt getroffen? Ihn nicht. Wenn du ihn getroffen hast. Bin jetzt nicht so beeindruckt. Nummer 2 ist halt zum zweiten Boss zu kommen. Genau. Dann so gute 40% hätte ich, glaube ich, vorhin mal nachgeschaut. Okay. Der Spieler geschafft haben, den ersten immerhin, also das Priesterviech haben immerhin 50% der Leute, die das Spiel angefangen haben. Du hast so ein bisschen was gepult. Den zweiten ungefähr 40. Er ist tot. Und da ist noch einer. Aber die können ja genauso wenig wie die Krähen. Ja, das ist halt typische Dark Souls-Rappen, nicht immer meinen. Die droppen wieder Wurfmesser. Kann man ein bisschen erklären, wie das mit dem Koop funktioniert. Also du hattest übersehen ein Item im Hunter-Stream. Richtig, da wird bestimmt der ein oder andere Zuschauer sich vielleicht sogar gewundert haben, weil es lag mega offensichtlich neben der Tuse, bei der man auch leveln kann. Also bei der Doll. Und ja, das musste ich mir eben noch fix holen. Das genau, ist so eine Glocke war genau, das. Ich kann es mal gerade oben auswählen. Da, die Herausforderungsglocke. Es funktioniert über Insight. Also man verschwendet einen Insight oder verschwendet nicht, sondern verwendet. Ey cool, ich kann Blattfeuer jetzt bei dir looten. Ja, okay. Vorsicht. Man verwendet quasi einen Insight, um beschwören zu können. Und man kann aber das Item, mit man beschwert wird, kann man erst kaufen, wenn man 10 Insight quasi einmal ausgibt. Also das ist an dem Insight-Shop, das ist neben dem Haus, ist nochmal so ein Vogelbecken. Da sind die Viecher drin. So, hieß deine Rüstung? Ja, okay, das war's schon. Der Jägerhut, gucken wir uns das doch mal gerade an. Ziehen. Und was hat der denn? Jetzt halt, aufgemacht sozusagen. Also man kann jetzt zum ersten Mal seine Games mit Passwörtern schützen. Ging früher nicht. In Dark Souls. Hier geht es schon. Angenehm. Deswegen haben wir jetzt auch nur wir beide drin. Also nicht die Gefahr, dass noch irgendjemand anders dazukommt. Ich weiß nicht, ob wir invaded werden können. Ich weiß es nicht. Hier muss noch ein Item drauf liegen, ne? Über mir. Ja. Genau, dann hol dir das mal. Wo war die Leute? Warte so lange. Da hinten ist die Leute. Also im
normalen Koop ist es halt so, also wenn wir nicht eben passwortgeschützt spielen würden, ich weiß nicht, ob das hier halt funktioniert oder nicht, kann sein, dass von der Glocke, die Björn geläutet hat, noch so eine Frau angelockt wird. Spawnt hat irgendwo im Level, also die ist auch tatsächlich da als NPC. Und die läutet auch nochmal eine Glocke. Allerdings versucht die dann Invader in das Spiel reinzulocken. Also Leute, die versuchen dann Björn und mich zu töten. Ja, das Glockensymbol seht ihr rechts, beziehungsweise links oben, rechts neben dem Molotow momentan. Also, da musst du dann halt eine Meldung drüber bekommen, ob das der Fall ist oder nicht. Also bis jetzt nicht. Klingt, oh Gott. Heißt irgendwie so, die Frau läutet eine finstere Glocke. Bitte nicht so runterspringen wie ich gerade, sondern nach Möglichkeit die Balken treffen. Ah, da drauf. Locke mal gerade die Viecher hier weg. Ich stehe oben drauf auf dem Balken. Ja, das ist gut. Dann siehst du halt noch den zweiten Balken da drunter, ne? Ach, den da. Ja. Ich fang schon mal so ein bisschen an hier unten. Vorsicht, einer hat sich zu dir gedreht. Irgendwie interessiert die meine R2-Attacke nicht. Ja, doch. Nur auch wir sind recht schwierig direkt zu treffen. Also hat man viel hier Glancing Blows. Vor allem weißt du bei denen hier gerade gar nicht, welche davon noch leben und welche nicht, weil... Richtig. Es ist voll angenehm, dass ich hier Blattwalz bei dir kriege. Ich bin jetzt zumindest wieder bei 20. Ja, ich habe irgendwie noch, keine Ahnung, 30 oder so auf der Bank, weil ich verschwende halt eigentlich keinen Fast mittlerweile. Dadurch, dass ich das Spiel relativ viel gespielt in letzter Zeit. Hier warst du schon mal, ne? Von der anderen Seite quasi, oder? Ach, ja, stimmt, das ist das, also, wo wir... Also du musstest mal von hier oben runtergekommen sein. Irgendwo. Ja, genau, von hier neben, von der Leiter. Oh, da oben ist die Tuse, das kleine Mädchen, nee, nicht das Mädchen, das ist noch ein bisschen weiter, aber... Ja, aber das ist auch in der Nähe auf jeden Fall. Genau. Und hier hatte ich dann überlegt, ob ich hier links runtergehe. Hallo Krähe. Warum ruckelt das Spiel gerade bei mir? Da habe ich mich auch gerade gefragt. Ich habe auch Frame-Einbrüche gerade gehabt. Verringert. Also es liegt nicht an deinem Aufnahmeprogramm oder so. Ja, das hätte mich auch gewundert, weil das müsste ja mein PC, wenn es lohnt, aber... Hier rechts drin ist noch ein Insight, glaube ich. Okay. Oder ein Upgrade-Stein, weiß ich gar nicht mehr, was da drin lag. Da ist aber noch ein Viech. Ja. Ich weiß halt immer nicht, was du schon gemacht hast. Oder nee, also vor der Treppe stand ich und dann hattest du ja gesagt, wäre besser, wenn du erstmal den Boss machst. Genau, ja, erstmal wegen Leveln und halt, weil du jetzt deine Armor endlich mal hast. Hier lebt noch einer. Auch mal sehr viel besser aussieht als das, die du davor anhattest. Die sieht richtig, richtig gut aus. Ich hab's ja eben schon mal gezeigt, aber. So, wir klettern mal eben die Leiter hoch. Hinter dir ist ein Vogel runtergekommen. Echt? Vorhin sind die nicht runtergekommen. Also ich hab hier auch. Zu dem Koop-System nochmal kurz. Also es ist normalerweise so, wenn man die ersten beiden Bosse down hat und alle eines mitgenommen hat, hat man genau 10 Insight, um sich eben die beiden Glocken, die man braucht, um beschworen zu werden und um PvP zu machen, kaufen zu können. Bei Björn wird das halt nicht der Fall sein. Da müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Der Björn hat übrigens vergessen, sich auch eine Stoppuhr zu stellen. Ja, das ist nicht... Aber machst du noch hier ist der. Genau, da einmal hochfahren. Achso, ich muss den... sogar selbe Mechanik wie... Genau, ja, logischerweise, ne? Ja, man hätte ja auch einen Hebel an die Wand machen können oder so. Ja, den man ziehen muss. So. Jetzt kann ich den einfach rufen, sehe ich das richtig? Genau. Okay. Das soll ihn hoffentlich nicht brauchen, weil wenn du den rufen musst, würde das heißen, dass du den Boss verkacken gleich. Ja, aber ich meine so ganz allgemein, wenn ich irgendwie nochmal hingehe oder so. Ich weiß nicht warum, aber... Ich kenne mich ja mit dem Wegen noch nicht so aus. Lass dich einfach mal vorgehen gerade. Okay. Schon. Achte mal auf die Fackel im Hintergrund hinten. Ja. Du siehst diesen komischen Ball da. Aua. Ja. Vielleicht sollten wir dem... Weg. Aus dem Weg gehen. War knapp. Hat aber den netten Effekt, dass hier die... Leute wechseln, ja, ich sehe es gerade. So, hier vor uns sieht man jetzt nochmal ganz schön die Kathedrale, die ja unser Ziel ist. Da oben links ist die Brücke, wo du gegen das Cleric Beast gekämpft hast. Also ja, von uns. Genau da ist im Bild. Das ist übrigens quasi Norden. Das hier ist der Osten, also wo die Kathedrale ist. Und hier sind wir jetzt auf dem Aquädukt, was der Mensch erklärt hat, der Gilbert, der hinter dem Fenster da wohnt. Ich überlege gerade, wo ist denn der Fenstertyp?
Wenn du hinter der Brücke quasi, also unter der Brücke durch und dann links oben, kannst von hier nicht ganz sehen, ja, du kannst okay, ja, ja. Die Brücke kannst du ja sehen halt von ihm aus. Das ist auf der anderen Seite der Brücke noch. So, da oben ist hier irgendjemand. Genau, da ist wieder so ein Dicker, der hat eben den Felsbrocken geschmissen. Links ist auch noch irgendwas, da könnte ich irgendwas anvisieren. Ja, und das ist halt der Vorteil an diesem tollen Hammer. Die geguardbreakt werden und einfach generell verziehen. Die hier kann ich auch immer eine Axt guardbreaken. So, wir gehen mal gerade hier runter. Ist hier noch irgendwo was hier oben, irgendein Item oder so? Ja, wir kommen da gleich wieder hin. Okay. Okay. Einmal die Leiter runterrutschen und dann hier unten nur noch gehen und nicht mehr sprinten. Erstmal unten ankommen. Ja. Das ist nämlich der Tunnel, wo wir eben quasi von der anderen Seite davor standen. Der nicht Tunnel mehr laufen, hier? Sondern ganz vorsichtig bewegen. Rechts blicken. Da sehen wir einen wunderschönen Schweinehintern vor uns. Willst du oder soll ich? Ich mach mal. Den Tunnel haben wir von der anderen Seite gesehen. Oh. Ich töte ihn. Töte ich ihn? Na ja. Doch, ist down. Ja, ist kaputt. Wow. Oh, das Schwein müsste dir was hinterlassen haben. Eine Blutfiole. Eigentlich nur. Müsste aber noch was liegen. Ja, hier liegt noch was. Jägerabzeichen. Genau, damit kannst du und hier liegt auch noch die was. Anderen Starterwaffen kaufen quasi. Also die, du hast ja die Axt ausgewählt. Dann noch die andere Gräfenwaffe oder was auch immer das ist. Das ja. Ja. Und dann gibt es halt noch den E-Stock. Und wir hatten ja vor der Aufnahme schon mal gesprochen, dass du dich ja Richtung Wirklichkeit bewegen willst. Genau, ich hatte ja eigentlich Stärke gemacht, aber dann habe ich ja gemerkt, dass mir die langsamen Waffen nicht so richtig gut gefallen. Und dementsprechend, ja, genau, werde ich. Da kann ich halt den G-Stock nur empfehlen. Also als Agi-Waffe ist der ziemlich geil. So, Vorsicht. Ja, Moment. Rechts sind welche. Wie viel haben wir denn da? So. Einer mit so einer fiesen Pickaxe. Genau, ich versuche mal einen von denen auf jeden Fall umzukloppen. Ich versuche mal, ob ich den an den linken rankomme. Lass mal gucken, ob wir das zusammen schaffen. Ich weg jetzt beide. Ready? 3, 2, 1. Nice! Das sah doch gut aus. Kronenrektaluntersuchung. Ist noch was. Wie geil ich hier Blutdinger farmen kann. Richtig. Wie viel hier liegt? So, du erinnerst dich an die Spieluhr, die du dabei hast. Ja. Packst du dir jetzt mal auf einen Quickslot irgendwo. Okay. Dass du die relativ zügig auswählen kannst auf jeden Fall. Kleine Spieluhr. Ja, habe ich. Okay, ich sag dir, wann du sie verwenden sollst gleich. Okay. Also es hieß ja, das Mädchen hätte gesagt, verwendet das immer, wenn der Vater sich nicht an die Familie erinnern kann. Richtig, und wir sollen es eigentlich der Mutter bringen. Genau, dann, mich ist hier Nebel, für dich nicht. Dann gehst du da jetzt mal durch. Die Gläubigen werden verschont. Und die Sequenz zu Ende ist. Ja, jetzt kommt eine Sequenz. Ja, die sehe ich so auch, das ist gut. Was tut er da? Ah. Beasts all over the shop. You'll be one of them sooner or later. Achte auf die Zähne. Ist das ein Vampir? Andere Fabelwesen, was in so eine Welt passt. So, das ist Father Gascoigne. Das ist eben der Vater von dem kleinen Mädchen. Soll ich die Spüre jetzt spielen, oder? Nee. Dafür schon wann. Erstmal wichtig, dass wir den. Dass ich mich von dem treffen lasse, ist das Wichtige. Das ist auch erstmal eine gute Idee auf jeden Fall.
Wenn du dich heilen willst, ein bisschen hinter den Baum gehen. Ja. Erstmal nicht hier hängen bleiben. Ich will mir gerade eigentlich sein Movement mal anschauen. Okay, er hat auch noch irgendeine Schusswaffe. Ja, Movement ist ein bisschen tricky, wenn ich dabei bin. Ich hoffe, dass er nicht so viel machen kann. Ja, sehr schön. Aua! So. Wir sollten jetzt an ihm dranbleiben. Weil sonst ziemlich, also er hat diese Waffe wie du und der steckt die irgendwann zusammen auch. Ja, die Waffe also ist ziemlich nice. Drittel. Und dann das sollten wir ihm jetzt unterbinden, dass wenn man ihn weiter halt schlägt, dann kann er das halt nicht. So, mach dich bereit mit der Uhr. Jetzt die Uhr. Ja. Oh. Hab ich? Okay. Ah. Muss ich noch hauen? Weil ich ihn nicht hauen soll. Doch, aber so, dass er staggert wäre, wäre optimal gewesen. So bin ich nämlich down. Und ich hoffe, du kriegst ihn jetzt noch kaputt. Die Uhr bringt jetzt nichts mehr. Übrigens. Wow. Nein, ich habe ihn nicht mehr down bekommen. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. What the fuck? Also der Trick ist normalerweise, wenn er in der Uhr ist, kann man ihn staggern mit einem aufgeladenen, mit einer aufgeladenen Attacke. Dann geht er eigentlich normal ziemlich easy down danach. Okay. Der wird ansonsten ziemlich schnell, muss ich sagen. Richtig. Also da war keine... Ja, wahrscheinlich hätte ich schon irgendwie schaffen können, auszuweichen, aber... Naja, du musst relativ fix dann weglaufen einfach vor ihm. So. Das Problem ist halt, wenn zwei quasi auf ihn draufhauen, während er diese Animation ist, dann klappt das nicht so vernünftig. Okay. Okay. Du weißt, wie du am schnellsten hinkommst zu ihm? Ja, über den Fahrstuhl. Genau. Soll ich nochmal dabei sein oder willst du so machen? Ding Inside. Ich kann ihn erst nochmal so versuchen jetzt. Genau, hol dir auf jeden Fall dein Zeug wieder. Ich nehme mal ein bisschen Inside Farm. Stirb. Den alten Mann kann ich auch noch eben töten. Ja, den können wir mal ganz gut mitnehmen. Ja. Hast du etwa ein Gefühl dafür, wie lang die Folge schon sein könnte? 10 Minuten? 15? Nee. So kurz? Ja. Um 20 nach angefangen oder so. Okay. Dicken lassen wir einfach mal aus. Na, wo bleibst du? Warum habe ich denn jetzt 5 Insight? Du hast Insight bekommen, weil du einen neuen Boss gefunden hast. Ah, okay. Insight. Das heißt, das gibt's dann so gesehen einmalig und... Genau. Einmalig dafür und einmalig halt fürs Besiegen dann. So, ja, da hinten sehe ich die Kugel schon wieder liegen. Oh. Komm, zünd sie an, bitte. Bei mir das Passwort raus. Ob mich jemand beschwören möchte. Vielen Dank fürs Sterben. Habt ihr irgendwas gedroppt? Nein, doch, hier oben hat einer was gedroppt. Das mit der Kugel ist praktisch. Die könnte an mancher Stelle helfen. Ja, wenn man die bestellen könnte, den Kerl. Ja. Und so nach dem Motto, hey, hier, ich bräuchte dich mal. Ein paar andere. Aber bitte aus gerade auf der Treppe ist irgendwie blöd zu kämpfen. Okay, es interessiert ihn nicht, wenn ich ihm ins Gesicht schieße, während er schlägt. What the fuck? Jetzt. Also manchmal interessiert es ihn einfach nicht. Okay. Ja, ich wurde gerade schon wieder beschworen. Das ist ganz nett, dann kann ich mir Insight besorgen. Ah, falsch. Die komischen Schildtypen, da muss man ja eigentlich wirklich nur draufhauen. Ja. Nicht wirklich viel. Die kann ich eigentlich da stehen lassen, da rechts die beiden.
Die werden mir ja wahrscheinlich nicht zum Boss folgen, oder? Nee, die kommen nicht mit. Gut. So. Gehen wir mal rein in den Albtraum. Wo ist er hin? Da ist er. Aua. Aua. Gut, dass ich nichts sehe gerade. Ja, oh shit. Hinter den Bäumen Deckung nehmen und nicht treffen ist irgendwie machbar ist für dich. Oh shit. Ich habe ihm seine Waffe zusammensetzen lassen. Oh shit. Ich komme nicht weg. Man muss nicht mal unbedingt hinter einem Baum, es reicht auch hinter einem Grab. Aua, hinter das Grab reicht nicht. In der Phase lässt er sich ganz schlecht beschießen. Alter, der Waffe interessiert ihn gefühlt gar nicht mehr, wenn ich ihn beschieße. Beim Schlag. Oh, jetzt treffe ich das Grab, ey. Aua, 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 aua. Jetzt sollte ich mich auch einfach darauf konzentrieren, ihn zu treffen. War schneller. Aua! Alter. Shit. Jetzt bin ich wieder tot. Okay. Irgendwie mit der Zweihand ist er echt fies. Ja, deswegen sollte man verhindern, dass er die in die Hand nimmt, dann musst du halt einfach die ganze Zeit... Weil, also bei der Zweihand habe ich es nicht mehr geschafft, ihm im Angriff so gesehen zu parieren. Das ist auch ein bisschen tricky, weil er dann andere Zeiten auf einmal hat. Ja, ja, also ich habe es irgendwie 4-5 Mal versucht und es hat irgendwie zu keinem Zeitpunkt irgendwie halbwegs funktioniert. Er meinte immer, seinen Angriff durchzuziehen und hat auch so da sich dann nicht beeindruckt gezeigt. Jo, dann gib er nochmal rein. Ich sag mal, das davor war kein Problem. Kann ich ihn jetzt eigentlich auch so backstabben? Das will ich jetzt doch nochmal testen. Wir einigen uns dann einfach darauf, wer ihn dann haut in der Phase. Nehmen sein. Könnt du die Musicbox nicht benutzen in deinem Fight? Ist gerade ausgebildet bei wem anders. Okay. Das musst du nach wie vor machen. Könnt ihr unsere vorher schon benutzen? Nur nach dreimal geht er automatisch in seine Wolfsform. Okay. Soll ich die Spüre schon mal. Nee, nicht die Spüre. Die Glocke schon mal läuten? Kannst du machen. Doch wenn du hast. Jo, ich hab. Huch. Ich fahr schon mal den Aufzug runter. Ja, ich stehe quasi auf der anderen Seite von der Brücke. Hoffentlich so, dass ich nichts aggro. Ich hoffe auf der richtigen. Ja, ja, also. Sollte einigermaßen safe sein hier. Okay.
Also nicht, dass du gleich in diesem riesigen Feuerball drin stehst oder nee, so? Ich stehe quasi daneben. Okay. Ich habe mich halt extra so hingestellt, dass ich da eigentlich nicht getroffen werden kann von irgendwas. Die Erfahrung haben wir nämlich eben schon mal gemacht, beim ersten Versuch, dass ich Dennis zu Sam, dann stand er nämlich oben in der Brücke, wo wir die Aufnahme oder die Folge gestartet haben. Und dann stand er in den beiden Wölfen drin. Genau, also man startet quasi da, wo man in seiner eigenen Welt ist, in der Welt von dem Chorpartner und von der halt irgendwo noch Monster halt stehen. Dann landet man halt im Kern drin. Irgendwie wollte er dieses Mal nicht so richtig den Feuerball machen. Das kann manchmal ein bisschen dauern, aber eigentlich sollte er schon machen. Irgendwann hat er es auch gemacht, aber... So. Lag da was? Ja, der hat doch was fallen gelassen. Kugeln. Sehr gut. Also bei mir sind wir immer noch am Searchen. Ah ja, stimmt, du bist ja auch noch gar nicht drin. Meine Glocke ist aber geläutet. Sag mal, wenn du den dicken Down hast. Den habe ich gerade gepult. Und dann drücke ich die... Hä? What the fuck? Ah, ja. Was? Falsche Taste gekommen. Ich wunderte mich gerade, warum ich nicht schieße, aber ich habe meine Schusswaffe nicht in der Hand. Ja, das funktioniert in den seltensten Fällen, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Jetzt kommt der Schildtyp hierher, während ich den anderen gerade execute. Okay, passt aber. Aber Schildtyp, der Dicke ist tot. Ja, ich habe meine auch gerade umgebracht. So. Ja? Ja. Gut. Das funktioniert einigermaßen gut. Also, wenn ich da an Dark Souls denke, das ist nur mit einer Mod ging auf dem PC. Das ging. Dark Souls 2 auch eher abenteuerlich war. Das ging gar nicht zum Teil. Ja, auf jeden Fall nicht in Vanilla. Also. Ja, das konntest du vergessen. Wie lange wir da zum Teil gesucht haben. Willst du dem die Typen noch töten für Bloodwilds, oder? Ja, kann man machen. Nein, meinen habe ich nur niedergestreckt. Den konnte ich nicht backstaben. Ja, passt. Ey, ich krieg von dir keine Fiolen, frech. Haha, ich schon. Also in der ersten Phase habe ich eben festgestellt, ja, da kann man ihn ziemlich gut parieren. Ja, das geht ganz gut. Ich kann es nicht mit meiner Waffe, weil meine Waffe das nicht kann, aber... Aua. Ich hänge an der Laterne fest. Ja, nice, dass du ihn geparried und ich... Ja. Nein, jetzt hat er es geschafft. Ja, aber wenn wir an ihm dranbleiben, sollte es eigentlich noch besser, dass irgendwas hinmachen kann. Aua, da haben wir ins Gesicht geschossen. Vorsicht. Nein. Ich warte mal kurz ab, dass du wieder da bist. Ja, Schlag du ihn. Ja, jetzt mach. Okay, hab ich. Schlägst du ihn? Ja, krieg ihn nicht. Das ist schlecht. Aua, 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 aua. War ab für ihn? Ja, bin ich. Geh weiter. Oh, jetzt macht er auch die Gräber kaputt. Ja, deshalb. Ich hoffe mal, die Treppe fällt nochmal eins.
Warte mal, kann ich nicht nochmal die Spiele spielen? Nein. Bringt nichts mehr. Geht noch einmal. Robert, du hast den gestaggert sogar. Wo ist er? Bei mir. Robert. Verbrenner. Puh. Reattacker. Beute erledigt. Erlegt, nicht erlegt. Was machen wir da? Glätten. Huch. Ja, damit würde ich sagen, nächstes Mal. Ja, wir sehen uns dann, mal gucken, zu welchem Boss dann geht. Und tschüss. Und tschüss.